Ladies and Gentlemen, das hier ist das erste Spiel des heutigen Abends, die faulen Fünf. Die faulen Fünf. Ich habe dieses Tablet bereits rausgeholt und ich mache jetzt nichts anderes als das, was man kennt. Ich habe eine Internetsuchmaschine hier vor mir. Ja. Ich lasse mir jetzt gleich irgendwas in meinen Kopf reintreiben und tippe das einfach in diese Suchmaschine ein, weil ihr kennt das, wenn man dann anfängt, darauf rumzutippen, dann spuckt das automatisch so Fakten aus. Aber du formulierst jetzt eine Frage. Ich formuliere jetzt eine Frage, das kennst du doch. Guck mal, man gibt das hier ein. Wann war das? Oh Gott. Ich habe mir das jetzt hier zusammengesucht im Internet. Nicht wann bitte war das letzte Rennen auf und der ihr, Avus? Nee, ja, die Avus, das ist hier die legendäre Rennen. Die, wüsstest du das nicht? Okay, die nehmen wir. fangen wir einfach an. Komm, wir fangen einfach an. Also. Nimm eine einfache. Wann war das 19. Jahrhundert zum Beispiel? Fände ich nicht so schlecht. ich würde jetzt Folgendes machen. Ich wähle aus, wann war das letzte Schaltjahr. Ah. Ihr schreibt es bitte auf euer Tablet. Und ich löse dann gleich auf. Und dann komme ich rum und gucke, was eure Antworten sind. Und sage euch, keiner hilft bitte. Hey, Leute. Wirklich. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Was ist die das Frage? Habt ihr das gesehen? Die machen hier Handzeichen und geben das vor. Nein, wir haben es leider nicht gesehen. Ja. Wann war das letzte Schaltjahr? Wir können die auch andersrum setzen, dann sitzen die mit dem Rücken zu euch. Das kann ja wohl nicht. Bitte wirklich, das ist meine Sendung, das soll auch meine Sendung bleiben. Wenn ihr denen jetzt hilft, ne, dann müsst ihr mir auch helfen, wenn ich verliere. Oh Gott. Ich fühle mich original wie in der Schule. Ich habe genau dasselbe Gefühl aktuell. Wir lösen auf. Wann war das letzte Schaltjahr, ist die Frage, die ich gesucht habe. Und die Antwort ist... Ah, guck mal! 1. Januar bis 31. Dezember 2020. 2020? Nein, höre ich da teilweise. Und andere sagen 2020. Und Anke guckt ganz entsetzt. Ricardo, du guckst so. Haben wir das denn nicht mitgekriegt? Noch nie gesehen. Allein dafür hat es schon nur, dass du gekommen bist. Ich war so... War's knapp? Wie konnte man das nachrechnen? Was habe ich falsch gemacht? Also es gibt einen Trick. Schaltjahre sind grundsätzlich immer in olympischen Jahren. Immer wenn Olympia ist, ist es auch Schaltjahr. Ist es wahr? Ja, ist wahr. Ist jetzt natürlich irreführend, weil dieses Jahr war Olympiade, weil letztes Jahr ging es nicht. Das heißt, das wird jetzt nicht die Schaltjahre. Das hat alles durcheinander gebracht. Das hat alles durcheinander gebracht. Was hast du denn geschrieben? Ich habe 2018 geschrieben. Ah, so knapp. Ah. Das ist schon knapp, sind nur 2 Jahre. Ja, aber das ist... Also. Kopf hoch. Kopf hoch, es kommen noch viele Fragen. Falsch, leider kein Punkt. Hi, grüß Hallo, dich. Na. Hallo, grüß dich. Sag doch mal, was hast denn du? Ich habe natürlich die richtige Antwort. 2020. Ah, damit ist der erste Punkt des Abends vergeben. Marc Forster. Dankeschön. Anke klatscht ein bisschen unglaublich. Ich will da kein großes Ding draus machen. Dankeschön. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht von dir. Warum? Ich bin enttäuscht von dir, weil du hast mir gesagt, oh, ich weiß auch nichts. Und dann hast du auf einmal direkt die richtige Antwort. Du bist wie jemand in der Schule, der sagt, oh, ich habe nichts gelernt, scheiße. Ja. Und hast trotzdem eine 1 geschrieben. Ja, das stimmt. Niemand. Ja, stimmt. Ja. Ja. Das Dunja. Schreibt meine Schulzeit. Ja. Dunja, du hast eben schon so gemacht, als ich 2020 gesagt habe. Ja, ich hatte erst 2019, wäre genauso blöd gewesen. Ja. Aber, Oh nein, 2016 ist sogar ein Schaltjahr gewesen, aber nicht das letzte, ist das vorletzte. Joko, oh nein. Oh nein. Aber am Ende warst du trotzdem näher dran, weil du hast ein Schaltjahr getroffen. Ricardo nicht. Oh. Leider falsch. Danke. Wie Ricardo. Wir denken 2018. Gleich. Ja. Wir denken ähnlich wahrscheinlich. So hochintelligente Menschen neigen oft dazu, Dinge durcheinander zu bringen. Total, kenne ich. So leider Zahlen. Falsch, tut mir leid, Anke, kein Punkt. Also ein Punkt für Marc liegt damit vorne. Dankeschön. Was machen wir denn? Jetzt mal eine einfache Frage, wie wär's damit? Was ist das schnellste Auto der Welt? Was ist das für ein Lied? Hast du eine Antwort, Marc? Was ist das für ein Lied? Ja, meistens Chöre. Was ist... hier, das ist doch gut. Was ist das Internet? Nee, was ist das Jugendwort 2021? Das Jugendwort des letzten Jahres.
ist das, was wir suchen. Ihr habt alle vier was aufgeschrieben? Dann, ich was? Muss es da gar nicht auflösen. Ich weiß es, das Jugendwort 2021 ist cringe. Ja? Und ich würde sagen, wir decken gleichzeitig bei allen auf, um für mich ein wunderschönes Bild hier zu erzeugen. Wer hat was geschrieben? 1, 2, 3. Ah, sehr gut. Cringe, 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 cringe! Yeah. 4 Punkte für jeden einen. Okay, wir sind back im Game. Sehr gut. Sehr gut. Warte, pass auf, das ist witzig. Markieren. Nein, das ist voll schwierig. Das weiß doch nur er. Wie, Mark Nein. Forster? Wie heißt Mark Forster in echt? Wie wurde Mark Forster berühmt? Wie heißt Mark Forster? Wie sieht Mark Forster aus? Ja, ist doch eine gute Frage. Wie sieht Mark Forster aus? Hä? What? Es ist eine Frage. Es ist sehr leicht. Ist relevant. Es ist... Die steht so im Internet, das habe ich mir nicht ausgesucht. Okay, ja, ich habe gesagt, ich bin heute faul. Wenn ich sehr leichte Fragen stelle, ist es auch nicht gut. Jetzt geht das hier auch schon wieder los. Hä, wie sieht Mark Forster aus? Ja, viele Menschen interessiert das. Wie sieht Mark Forster aus? Also ist jetzt ein wertendes Adjektiv gesucht. Anke, bitte beantworte die Frage. Das ist, doch wirklich, ist doch super leicht. Ja, das ist klar. Anke, bitte. Ricardo, nicht fudeln, du hast Marc gerade noch mal angeschaut, ja? Das möchte ich nicht sehen. Ja, ich wollte, ich habe nach dem nicht abgucken. Ich habe nach dem richtigen Adjektiv gesucht, ja? Bitte gerne den Stift abstellen, dann weiß ich immer, dass ihr fertig seid. Dunja auch, super. Also, ich erwarte jetzt schon einen Punkt. Will ich nur mal vorab Ricardo. Ankündigen. Darf ich die Punkte verteilen eigentlich jetzt an der Stelle? Oder? Nein, wenn es deine Sendung wäre, ja. Ah. Aber heute verteile ich die Punkte. Ah. Vielleicht nächste Woche, wenn du so weitermachst in der ersten Kategorie. Ricardo? Ja? Was ist deine Antwort? Wie sieht Mark Forster aus? So. Wie Mark Forster? Komm, gerne gucken. Oh. Ah, sehr gut. Also ja? Das ist doch die Antwort auf die Frage. Ja. Richtige Antwort. Erkennst du dich wieder? Ist richtig. Ist richtig, ist ein Punkt für Ricardo. Danke. Gut. Are you ready? I'm ready. Gut! Ja. Muss ich auch Anke gucken. Sagt, du siehst gut aus. Du hast ihn auch gezeichnet. Ja, richtige Antwort. Naja. Das habe ich fast auch gesagt. Ich würde sagen, man soll nicht lügen, aber du kriegst einen Punkt. Danke. Mark Sehr Forster. Ja? Wie sieht Mark Forster aus? Alle kommen gucken, komm rüber, Dunja. Was steht da? Brille, Bart, Cap und gemalt. Und gut, du wolltest auf Nummer sicher gehen. Ne? Sicher alles gehen. Drei richtig, trotzdem nur einen Punkt. Ah, danke. Ich dachte, ich bin der Einzige, der auf die Idee gekommen ist, den zu malen. Dunja? Ich auch. Ich dachte so, das wäre voll kreativ. Ja. Was hat Dunja? Ich hoffe, das ist richtig. Schön! Oh. Ja! Mark Forster ist schön! Antwort. Richtige Antwort! Danke, ja. Ein Punkt für Dunja, ein Punkt für alle. Ah. Sehr gut. Wie groß, ist auch immer eine gute Frage, ist Messi? Leni Klum? Wie groß ist Leni Klum? Wie groß ist ein Hektar? Es ist wirklich sehr einfach, wie groß ein Hektar ist. Fuck, jetzt bin ich mir unsicher. Kannst Marc, du uns einen Tipp geben? Nee, bist du unsicher, Marc? Ich bin. Ja, ich bin mir gerade unsicher. Aber ich glaube. Ich glaube, die richtige Antwort aufgeschrieben zu haben, wäre jetzt aber nicht sonderlich überrascht, wenn es doch die falsche wäre, weil ich mir dann. Marc, doch, ist okay. Bitte? Ist okay, Marc. Du musst das jetzt nicht versuchen zu erklären. Ich kenne das. Man versucht das dann. Und versuch das dann einen Punkt zu machen. Anke, ich fange einfach mit dir an. Du hast den Na, Stift. Das ist ganz schrecklich, weil Nein. ich weiß, ob eine Null noch dran muss oder nicht. Ich bin auch verunsichert. Ach, shit, ich muss jetzt Ich löse es erstmal auf und dann... Warte, nein. Okay, Leute, ich mache in 3 Sekunden mache ich die Runde zu. Nein, ja. Nein, warte. Eins. Warte! Zwei. Warte! Zwei. Jetzt. Drei. Wie groß ist ein Hektar? Ich hab noch eine Null da reingequetscht, wie dumm. Ich habe auch nicht richtig... Hektar.
Ein Hektar sind 10.000 Quadratmeter. Hättet ihr es gewusst? Danke, was hast du? 4-0. Ich hatte 100 Quadratmeter, dann hatte ich 1.000 Quadratmeter. Was soll das? 1.000 Quadratmeter ist falsch. Ja. Es sind 10.000. Leider kein. Marc! Ja, ich habe die richtige Antwort. Ich zeig's dir auch gleich. Marc, du warst unsicher. Ja. Aber deswegen sozusagen, ich habe 10.000 aufgeschrieben. Mhm, klar, kann ja jeder sagen. Das letzte, um dich auszutricksen, falls es 1.000 gewesen wären, habe ich die letzte Null sehr klein aufgeschrieben. Weißt du? Ja, richtig. Okay. Sehr klein. Marc, du hast mich überzeugt. Ja. Es ist falsch. Ja. Dunja. Auch. Also ich dachte, es wird peinlicher. Ich habe auch 1.000. Aber ich finde es gut, dass du noch die Länge mal breite. Ja, das sollte so aussehen, als hätte ich was ausgerechnet. Aber. Ja. 100 mal 100 Meter. Ich wollte, ich habe 100 und dann falsch, falsch, falsch. 100 mal 10 falsch, ist dann. Falsch, falsch, falsch. Ach, es nervt mich. Ricardo. Du hast es richtig. Nein. Aber du wusstest es trotzdem? Nein. Nein, was haben wir? Aber ich habe dazu geschrieben, dass Leni Klum 1,70 Meter ist. Das wusste ich. Leider kein Punkt. Kein Punkt für niemanden, Leni. Eieiei. Aber Leni Klum ist 1,70. Also das hat unser Ego jetzt direkt mal in den Keller gedrückt. Mhm. Ja, vielleicht ist es auch gut für mich. Wer ist, einfach mal wahllos hier Buchstaben aneinander, wer ist am 6. Zyklustag schwanger geworden? da möchte ich jetzt nicht draufklicken. Wer weiß, was da alles kommt. Aber das hier ist gut. Nee, das ist überhaupt nicht gut. Nee, das stimmt. Wer ist amtierender Fußball-Europameister? Doch, das ist gut. Wer ist amtierender Fußball-Europameister? Ich finde es übrigens sehr gut, dass ihr so gut mitspielt jetzt. Keiner hat mir was vorgesagt. Glaube ich. Ihr habt alle was aufgeschrieben? Dunja noch nicht. Dunja, du schreibst noch. Ich gehe mal wieder zurück zu meinem Pult und wenn ich da angekommen bin. Das wäre jetzt so ein Moment, wo ich mich als Zuschauer vor dem Fernseher dumm fühlen würde. Die Frage ist so leicht, dass man dann wirklich so denkt, ist das richtig, was ich im Kopf habe, dass man dann verunsichert ist. Wer ist amtierender Fußball-Europameister? Hier steht, es ist die italienische Fußballnationalmannschaft. Ha! Ich habe eine Fußballfrage richtig beantwortet. Ja. Das klären wir gleich. Wir lösen gleichzeitig auf. Italien, Dunja. Ein Punkt für Dunja. Yay. Italien mit... Ist das ein Herzchen? Nö. Nö? Ach, schade. Ich dachte, das wäre für mich gewesen. Nee. Ein Punkt für Anke. Ricardo hat Italien mit Ausrufezeichen. Ebenfalls ein weiterer Punkt. Italien. Ebenfalls ein Punkt für Marc. Guck mal. Das war die erste Kategorie, die faulen 5.